So, hallo, da bin ich wieder mit einem neuen Video, diesmal mit Stimme aus dem Off. Ich habe mir gedacht, weil das Tafelbild mir sonst zu groß wäre und ich dann irgendwie wieder zwei machen müsste und die wieder nicht zusammenschneiden könnte und blauen Keks, schreibe ich das jetzt einfach mal auf den Zettel, dann lässt sich das ein bisschen einfacher organisieren. Ja, worum geht's? Ich mache natürlich nicht nur vormoderne Sachen, ich mache auch ein bisschen was mit der Gegenwart und so weiter. Und ich habe natürlich auch modernes Chinesisch auf der Uni gelernt und deswegen habe ich mir gedacht, könnte ich dazu eventuell auch mal ein paar Videos machen. Nachdem wir jetzt die Schriftzeichenvideos haben, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich zuerst mal die Aussprache anguckt. Damit fängt man eigentlich immer an, wenn man Chinesisch lernt, weil die ja doch teilweise recht anders ist als unsere Aussprache. Genau, das, was ich in zwei Tafelbildern hätte machen müssen, habe ich hier mit zwei Punkten gemacht. Einmal Punkt 1 die Silbenstruktur und einmal Punkt 2 die Tonhöhen. Die Tonhöhen stehen dann unten da. Mache ich gleich mein Aushilfsstativ ein bisschen niedriger. Gut, fangen wir erstmal an. Also Silbenstruktur. Prinzipiell besteht eine Silbe aus einem Anlaut und einem Auslaut. Der Auslaut ist obligatorisch, der Anlaut fakultativ. So, das bedeutet, dass eine Silbe entweder aus Anlaut plus Auslaut besteht oder nur aus einem Auslaut. Mit den Anlauten ist es so, dass es 21 Stück gibt. Die können einfach sein oder aus zwei Konsonanten bestehen. Einfache sind zum Beispiel T oder M oder R oder F. Und ja, kombinierte sind zum Beispiel ZH oder CH. Ich habe hier halt mal ein paar Beispiele aufgezählt oder angeführt. Auslaute gibt es 38 Stück. Das sind entweder einfache Vokale, so wie A, I oder O. Es können auch Diphthonge sein, so wie Au oder Ei. Ei habe ich hier aufgeführt. Oder eine Silbe, die mit einem Nasallaut endet, also entweder mit N oder mit NG. Hier habe ich als Beispiel N, Ong und Yang. Also wie man sehen kann, können diese Auslaute doch schon mehr Buchstaben haben, nämlich bis zu vier Stück. So. Und die Auslaute können halt wie gesagt zusammenstehen. Was allerdings nicht passiert ist, dass ein I alleine steht. Stünde ein I alleine, wird ein Y vorgestellt und stünde ein I am Silbenanfang, wie zum Beispiel bei Yang, dann lautet es um zu einem Y oder wird als Y geschrieben. Das ist einfach eine Konvention. Also man hat nie irgendwie eine Silbe I-A-N-G irgendwo stehen, sondern wenn dann Y-A-N-G. Das ist dann aber der Auslaut I-A-N-G. Das ist einfach nur eine Schreibkonvention. Und mit dem U verhält es sich ähnlich. Das kann nicht alleine stehen, sondern es wird ein W davor gestellt. U. Das kann man mehr oder weniger mitsprechen. Das ist eine Dialektsache. Und wenn ein komplexer Auslaut mit einem U beginnen würde, mit zum Beispiel die Silbe qua haben, dann wäre das Anlaut k und Auslaut wa. Den Auslaut, wenn der alleine eine Silbe bildete, schriebe man nicht ua, sondern auch wa, wa. Hier habe ich ganz rechts als Beispiel uang. Und das wird dann, wenn es ohne Anlaut steht, W-A-N-G, Wang, geschrieben. Es ist allerdings nicht so, dass es 21 mal 38 Silben gibt, also dass man jeden Anlaut und jeden Auslaut kombinieren kann, sondern einige Kombinationen gibt es einfach nicht. Und insgesamt hat somit das moderne Hochchinesisch, das auch gerne mal Mandarin genannt wird, oder um den chinesischen Ausdruck zu nehmen, Putonghua, also die gemeine Sprache oder gemein verbreitete Sprache oder allgemeine Sprache. Es hat ja 420 Silben ungefähr. Ich hatte jetzt keine Lust, die Tabelle ganz genau abzuzählen, aber ja, mit 420 kommt man aus. Und genau, es können übrigens auch nicht alle Auslaute alleine stehen.
Aber ja, das ist nicht so wichtig. Man sieht ja dann, was es gibt und was es nicht gibt. Also prinzipiell Anlaut plus Auslaut und Auslaute können auch alleine stehen. So, das zweite, was wichtig ist bei der Aussprache des Chinesischen, sind die Tonhöhen. Da hört man immer relativ viel drüber und das ist mein Punkt 2. Jetzt muss ich mal kurz wackeln. Wunderbar. Ja, das passt ganz knapp. Ich hoffe, ich gehe einfach mit dem Finger hier vor, um das ein bisschen glatt zu machen. Ich nehme den Finger dann gleich wieder weg, wenn ich die Überschrift gelesen habe. Genau, Punkt 2, die Tonhöhe. Die Standardsprache verfügt über vier Tonhöhen. Der neutrale Ton mancher Silben wird oft fünfter Ton genannt. So, Finger weg, jetzt stört uns die Reflexion auch nicht mehr so tragisch. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger einfach davor. Die Töne sind durchnummeriert. Erster Ton, zweiter Ton, dritter Ton, vierter Ton. Und hier habe ich Diagramme gemacht. Auf der X-Achse, nee, Blödsinn, das ist die X-Achse. Auf der X-Achse ist die Zeit, auf der Y-Achse ist die Höhe. Eigentlich habe ich die Achsen gar nicht beschriftet, deswegen kann ich gar nicht von X und Y reden, aber wir wissen, was wir meinen. Also von links nach rechts ist die Dauer des Tons und von oben nach unten ist halt die entsprechende Tonhöhe. Und Chinesisch oder Mandarin ist eine Konturtonsprache. Das heißt also, dass eine Tonhöhe keine feste Tonhöhe innerhalb einer Tonleiter ist, sondern dass es ein Tonverlauf ist. Beim ersten Ton merkt man das nicht. Ich mache das jetzt einfach mit dem Buchstaben A, also A. Das hört sich so an, als wäre es ein konkreter fester Ton. Beim zweiten Ton, das ist der steigende Ton, da merkt man es aber schon, A, dass man da einen Tonverlauf hat. Und Sprachen, die einen Tonverlauf haben, nennt man halt Konturtonsprachen. So, der dritte Ton ist ein bisschen schwierig. Der fängt mittel an, sinkt dann ab und steigt dann wieder auf. Das ist dann A, A. Wenn man das Ganze in der gesprochenen Sprache spricht, dann reicht es eigentlich, wenn man es tief ausspricht. Man merkt den Unterschied fast nicht. Also nur falls es euch schwerfällt, diesen Ton nachzuzeichnen, reicht es auch einfach, wenn ihr hoch, steigend, tief und fallend redet. Genau, fallend, da sind wir beim vierten Ton. A. A. Und die Töne werden mit diakritischen Zeichen dargestellt oder durch diakritische Zeichen dargestellt. Ich habe hier mal Beispiele gemacht für zwei Silben, relativ einfach. F der Anlaut, A der Auslaut. Und die diakritischen Zeichen werden ganz analog zum Tonverlauf gebildet. Das macht die Sache halt recht einfach. Wenn wir hier beim ersten Ton gucken, ist es ein waagerechter Strich, so wie halt der Tonverlauf auch ist. Beim zweiten Ton ist es ein ansteigender Strich, genauso wie der Tonverlauf auch ist. Beim dritten Ton ist es so ein kleines V, entsprechend des Tonverlaufes. Und beim vierten Ton ist es halt ein abfallender Strich, auch hier entsprechend des Tonverlaufes. Dann lese ich die vier oder die acht Silben mal vor, hintereinander. Fa, 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 fa. Und mi, 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 mi. So, so viel erstmal zu den Tönen. Und dann gibt es aber noch eine Anmerkung, nämlich in einigen Fällen gibt es ein sogenanntes Tonsandi. Dies ist abhängig von Tonkombinationen oder lexikalisch bedingt. Sandi kommt aus dem Sanskrit und das ist eine ja, phonetische Erscheinung, die auftritt, wenn man verschiedene grammatikalische Komponenten zusammenbringt, zumindest im Sanskrit ist das so, wenn man gewisse Vorsilben irgendwo anhängt, dann verändert sich der Anlaut des folgenden Wortes. Und mit dem Tonsandi im Chinesischen ist es so, dass manche Silben eine bestimmte Tonhöhe haben, die sich aber in bestimmten Kontexten verändern kann. Ganz häufiges Beispiel dafür ist die Zahl 1. Wenn man zählt 1, 2, 3, dann liest man es im ersten Ton i. Wenn man damit aber Dinge zählt, kann sich je nach der Tonhöhe der Folgesilbe
die die Silbe des Schriftzeichens Vereins ändern, die Tonhöhe. Und bei der Negation Bu verhält sich das genauso. Normalerweise ist die im vierten Ton Bu. Folgt darauf allerdings ein anderer vierter Ton, wird sie im zweiten Ton gelesen. Bu shi. Also so ist es nicht. Genau, das war jetzt einfach nur mal zum Überblick. Also, chinesische Silben bestehen aus einem Anlaut und einem Auslaut, wobei der Anlaut nicht unbedingt vorhanden sein muss, der Auslaut ist aber obligatorisch. Insgesamt gibt es nur ungefähr 420 Silben im modernen Chinesisch und die vier Töne werden durch diakritische Zeichen dargestellt und stellen Tonverläufe dar. Gut, und dann allerdings mit Tafelbild werde ich euch dazu einige Beispiele zeigen, damit ihr euch das ein bisschen konkreter vorstellen könnt. Oh, hoppla, ist mir aufgefallen, da ist ein Wort verloren gegangen. Also in einigen Fällen gibt es ein sogenanntes Tonsandi. Und dies ist abhängig von Tonkombinationen oder lexikalisch bedingt. Das bedingt ist gerade untergegangen. Aber jetzt haben wir alles. Wunderbar.